achieved with CryEngine 3. Willkommen, willkommen, Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zu Angespielt Crysis 3. Ein Titel von EA, der vor kurzem erschienen ist. Und ich dachte mir, komm, ich gucke mir mal an mit euch, erkläre euch mal so ein bisschen was, zeige euch das mal so ein bisschen, falls ihr es noch nicht gesehen habt oder falls ihr euch auch vielleicht gar nicht sicher seid, ob ihr es euch kaufen sollt. Hier kommt das Angespielt dazu. Gucken wir uns erstmal das Menü an, würde ich sagen. Es gibt hier mehrere Auswahlmöglichkeiten, natürlich klar, Spiel fortsetzen, logisch, Kampagne erklärt sich, glaube ich, auch von selber, Multiplayer ist auch klar. Wir gucken uns im Übrigen nur die Kampagne dann gleich an. Profile, wir können verschiedene Profile dann auswählen. Es gibt ein digitales Handbuch dazu, zum Öffnen und zum Durchlesen, so wird gespielt. Also das, was normalerweise in der Packungsbeilage steht, steht hier so dabei. Finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht und finde ich auch eine ziemlich coole Idee. Hat nicht jedes Spiel, aber das hier hat's. So, dann als nächstes haben wir die Extras. Es gibt zum einen, da gehen wir jetzt mal kurz rein, den Nanosuit Showroom. Was könnte das wohl sein? Ja, wie es der Name schon sagt und wie ihr euch vielleicht auch schon etwas denken könnt, der Nanosuit Showroom, das ist ein scheiß Zungenbrecher, zeigt die einzelnen Funktionen des Nanosuits. Also wir haben hier alle fünf Funktionen des Nanosuits. Wir fangen wir mal unten an mit der Geschwindigkeitsfunktion. Hier haben wir verschiedene Sachen, was es alles erhöht, Informationen, die Ausdauer, 33% längere Sprintzeit, bla 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 bla. Dann gibt es hier bei Reflexboost 20% schnelles Nachladen und das geht auch beim Klettern und so weiter. Also ihr seht hier die ganzen einzelnen verschiedenen Funktionen, der Tarnmodus hier, was wir nicht alles haben können. Können wir uns hier alles durchgucken, was es macht und was es so tut. Ist auch auf jeden Fall eine coole Sache. Dann haben wir natürlich die Agentenakte. Da sieht man, ihr seht schon, ich habe 36 Kills, 6 davon waren Kopfschüsse, 19 davon waren Bogenkills. Und aus gefallenen gezogene Pfeile sind 15. Also wenn ihr mit eurem Bogen, den wir später dann gleich sehen, Pfeile auf jemanden schießt, könnt ihr die Pfeile auch wieder rausziehen. Das sind super unzerbrechliche Pfeile, die ihr dann immer wieder benutzen könnt. Das sind Mehrzweckpfeile. Präzision, 30,8%. Ich weiß nicht. 7 Tankes habe ich im Übrigen noch und das geht dann immer so weiter. Nanosuit, ist auch sicher mal interessant, was man hier alles so machen kann. Gut, was haben wir noch? Story-Informationen. Ja, ihr findet während der Story immer wieder Dokumente über Waffen, beziehungsweise auch Personen. Also hier Psycho und Prophet. Können wir ein bisschen nachlesen, was ist so passiert. Und so weiter und so fort. Ist auch eine coole Sache. Dann haben wir natürlich die Freischaltungen. Einmal alle Videos, die wir hier im Spiel gesehen haben. Und alle Musik, die wir nach und nach freischalten werden. Ich mach mal die New York 2.0 an, die ist ziemlich cool. So. Und ja, Freischaltungen haben wir da auch. Mitwirkende, glaube ich, brauche ich jetzt nicht draufklicken. Klärt sich von selber, sind die Credits. Und dann noch Informationen zu Drittanbieter-Software. Werfen wir noch einen Blick in die Optionen. Wir haben einmal natürlich die ganz normalen Spieloptionen, Zoom und Schalten etc. bla bla. Wichtig sind dann aber doch die Grafikoptionen. Das ganze Ding läuft natürlich auf der CryEngine 3, wer hätte es gedacht. Wir haben hier einmal eine Kurzauswahl von Grafikoptionen. Ihr seht schon, ich habe alles runtergedreht für die Aufnahme, dass wir hier konstante 60 FPS haben. Die Framerate ist sehr konstant, aber wenn ich das hochdrehe, dann wird es unter der Aufnahme so ein bisschen hibbelig. Aber das Spiel sieht selbst auf niedrigen Einstellungen sehr, sehr, sehr gut aus. So, weitere Grafikeinstellungen ist auch klar. Hier haufenweise Einstellungen, tonnenweise zum Einstellen. Wirklich alles kann man in diesem Spiel einstellen, was ich ziemlich cool finde. Eben vor allem auch für schlechtere Rechner. Obwohl mein eigentlich gar nicht so schlecht ist, auf höchsten Einstellungen habe ich ungefähr 12 FPS oder so. Vor allem in dem ersten Level, wo es viele Regen gibt. Ja, sichere Zone, bestimmt eine sichere Zone. Was immer das ist, ich weiß es nicht. Ich habe es mir nicht angeguckt. Oh mein Gott, ja, 3D-Option gibt es auch. Gesundheitswarnung für 3D-Optionen, es gibt in 3D. Ihr könnt Far Cry 3 in 3D spielen, so à la Minecraft. Auch eine coole Sache, müsste man mal ausprobieren. Habe ich leider nicht, ich habe auch keine Brille momentan da. Aber ich würde es definitiv mal, denke ich mal, ausprobieren. So, aber jetzt haben wir genug gelabert. Jetzt wollt ihr, denke ich mal, so ein bisschen Gameplay sehen. Und jetzt gehen wir mal in die Kampagne. Wir können einmal draufklicken auf bisher in Crysis. Da sehen wir alles, was in den vorigen Crysis-Teilen so passiert ist. So die Story-relevanten Sachen, die interessanten Sachen sehen wir hier. Dann gibt es natürlich Tutorial, Mission wiederholen, erklärt sich auch von selber, laden auch und wir gehen aber auf neue Kampagne. Wir spielen auch Soldat, würde ich sagen, und
Yep, ich verliere Erfolgsschritte. Nein, das Tutorial will ich euch nicht zeigen, denn das habe ich selber schon gespielt. Wenn ihr spielen möchtet... Vor 23 Jahren. So, besetzt. Die Cutsequenzen behalte ich euch auch erstmal vor. Es geht ja auch hier rein um das Gameplay. Normalerweise kann man das auch wegklicken, aber jetzt geht das gerade irgendwie nicht. Geht das vermutlich erst später. Das ist zu wichtig, um es wegzudrücken. Habe ich das Gefühl. So, jetzt können wir, genau. Die Cutsequenzen behalte ich euch vor. Uns geht's heute so ein bisschen eher um das Gameplay und um die Präsentation des Spiels. So, wir spielen natürlich in der Rolle von, ich muss mal den Sound ein bisschen anpassen. Das hätte ich eigentlich vorher machen können. Es ist schön, dass wir hier auch wieder alles anzeigen kann. SFX drehe ich runter, die Musik lassen wir ungefähr da. Ja, das muss passen. Passt das? Ja, was passt, das passt. So, wir sind natürlich in der Rolle des Prophets, der hier eingesperrt war, der befreit wurde hier von unseren Kollegen. Und wir versuchen jetzt hier erstmal von diesem Schiff runterzukommen. Vorwärts! Denn hier oben zu bleiben ist nicht so wunderschön. Zu den vorherigen Teilen, Crisis 1 war ja damals der Mega-Burner, der alles umgehauen hat mit seiner Grafik, der irgendwie auf keinem Rechner damals flüssig lief, heute so ein kleiner Klacks ist. Wobei, selbst heute ist es, glaube ich, nicht mehr so ein Klacks. Hat schon eine gute Grafik gehabt, vor allem auch die Physik von Crisis war unglaublich genial. Crisis 2 kann ich leider nicht so viel drüber erzählen, da ich Crisis 2 nie gespielt habe. Yo, ich böser Mensch, ich böser, böser Mensch. Aber man sagt ja so, dass Crisis 2 nicht mehr so beeindruckend aussah. Ja, gut, das hat Crisis 3 wieder gut gemacht, ne? Denn das sieht einfach nur umwerfend aus. Gut, was erwartet man aber auch von der Crytek 3 Engine? Crytek? Nicht Crytek, doch, Crytek 3. Glaube ich, so heißt sie. Ich hab's vergessen. Oder CryEngine 3. Ja, CryEngine 3, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das ist Nex, Cell Security KI. So, jetzt erfahren wir ein bisschen über die Cell-Leute, über die Cell-Truppe, die hier die ganze Welt übernehmen wollen und alles, ne? Alles meins, gibt nichts her davon. Prophet, den wollen wir umbringen. Machen wir nicht. Bin ja schon wieder draußen, hab eine Waffe, jetzt seid ihr dran. So ungefähr. So, wir kommen gleich zu ein bisschen Gameplay-technischen Sachen. Also wir können hier zum einen mit E unseren Tarnmodus einschalten. Desto schneller wir uns bewegen, desto schneller verschwindet auch unser Energiebalken auf der rechten unteren Seite. Mit Q gibt's die maximale Panzerung, die Kugeln umleitet. Was natürlich auch eine Änderung in der Hinsicht beinhaltet, desto mehr wir getroffen werden, desto mehr verschwindet auch unsere Energie. So, jetzt sehen wir das Waffenauswahlmenü, was auch eine Funktion unseres Anzugs ist. Wir können hier einmal zwischen Munition, Visier und Aufsetzen entscheiden. Wir haben momentan nur einen Schalldämpfer und einmal ein Laservisier. Werden wir uns mal alles aufschalten. Finde ich eine coole Sache. Mit X aktiviert man das, mit X macht man es auch wieder zu. So, Laser sind schön. Wir gehen durch die Vordertür rein. Das Überraschungsmoment ist unsere einzige Chance. Niemand wäre so verrückt, das zu versuchen. Ja, mit C ducken uns natürlich, ist klar. So, jetzt gehen wir nochmal rein. Ich finde aber selbst, es sind die niedrigsten Einstellungen. Ich finde selbst, dass erledigen wir sie leise. In den niedrigsten Einstellungen ziemlich gut aussieht. So, jetzt sehen wir was, das nennt sich Tarnangriff. Und zwar, wir schleichen uns von hinten an den Gegner ran, drücken V und gehen nur ganz kurz aus unserem Stealth raus, beziehungsweise gar nicht, oder doch ganz kurz. Und dann ist unser Gegner tot und kein Schwein kann uns sehen. Es gibt einen an sich sehr, sehr coolen Bug. Ich versuche euch den mal kurz zu zeigen, wenn wir ich... Haben alle aus dem Urlaub geholt wegen dem Kerl. Ein Feuerlöscher. Egal, was ich mit dem mache, er fliegt überall durch. Wenn ich den Feuerlöscher da lang schmeißt, dann fliegt er da durch die Wand. Wenn ich den einfach nur losgelassen hätte, wäre er durch die Wand gegleitet. Und lauter solche Geschichten. Naja, gut. Auf jeden Fall verpackte Feuerlöscher. Ich kann es euch so auch nochmal zeigen. Ich leg den jetzt einfach nur ab. Und er slidet gegen die Wand. Und solche Geschichten. So, mit B können wir auch eine Funktion aktivieren. Und zwar können wir hier einmal unser Visor einschalten. Dass uns die Feinde, so à la Splinter Cell, und wichtige Punkte auf der Karte markieren lässt. Das ist praktisch, um zu wissen, wo die denn so sein mögen, die netten Herren. Mit N können wir natürlich noch die Nanovision einschalten, die sehr, sehr viel Energie frisst, aber sie lässt uns vollspektral sehen, das heißt, wir sehen Hitzesignaturen etc. So, das schalten wir aber aus, da ich die Energie noch haben will. Mit B gehen wir aus dem Ding da raus und ihr seht, wir haben die Feinde weiterhin markiert. So, ich will noch seine Waffe haben. Wenn es geht, bitte mit Schalldämpfer und einem anständigen Visier oder Laservisier. Munition haben wir drauf. Gut, 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 gut. Ja, die Upgrades für die Waffen schaltet man dann im Laufe des Spiels nach und nach frei.
Ist es so klug? Ich glaube, ich mag den Laser. Ich nehme den Laservisier lieber wieder weg, weil das ist mir lieber, über Kimmer und Korn zu zielen als andersrum. So, wo sind denn unsere Gegner, Freunde? Da ist einer. Ich schleiche runter. Ich werde das hier so ein bisschen auf Stealth spielen. Man kann natürlich Crysis in jegliche beliebige Art spielen. So, genauso wie man Splinter Cell eigentlich auch kann. Man kann. Puh. Ich sehe mich um, sichert mich. Man kann komplett auf Stealth spielen, so wie ich. Oder man kann auch einfach durchpreschen und alles töten, ohne irgendwelche weiteren Gedanken. So, ihr habt es gerade vorhin gesehen. Jetzt habe ich einmal zu oft geschossen, dann bin ich aus dem Stealth raus im Schuss. Vorhin habe ich weniger geschossen. Da ist mir die Energie noch ein bisschen geblieben und mein Stealth war noch ganz kurz anwesend. Ja, das heißt, präzise schießen und ihr fallt nicht aus dem Stealth raus, aber ein Schuss im Stealth verbraucht sehr, sehr viel Energie. So, wir schleichen uns jetzt natürlich zu den restlichen Kollegen. Glücklicherweise lädt sich die Energie in so einem Anzug ziemlich schnell wieder auf. Was ich sehr, sehr angenehm finde, weil es ist nicht so lustig, dann vor allem als Stealth-Spieler 3 Stunden dann irgendwo hinten zu sitzen und zu warten. Wie komme ich denn an den Herrn ran? Kriege ich den von da, wenn ich Glück habe? Nein. Wir sterben. Na? Actual, hier ist 5-2. Scheiße. Sicherheitsverstoß in Sektor 2 Alpha 0. 2 oder mehr Personen. Schickt Verstärkung auf. Ja, er hat Verstärkung gestellt. Das passiert natürlich, wenn man nicht im Stealth spielt. Schickt Verstärkung. Ich bin hier ganz allein. Dann holt er Verstärkung. Aber du bist nicht mehr ganz alleine, denn ich bin da, mein guter Freund. Und ich werde dir ein bisschen Beistand leisten. Oder? Was sagst du dazu? Hi. Gute Nacht. Manchmal tun mir diese Mistkerle leid. Aber nur manchmal. So. Aber meistens töte ich sie nur. Ja. Schauspieler, die Synchronsprecher, das Wort. Wow. Kollege ist gut. Die Synchronsprecher im Spiel, unglaublich geile Leistung. Auch im Deutschen. Sehr cool gemacht, vor allem die Stimme von Prophet und Psycho. Die Emotionen vom Psycho nachher sehen wir auch. Ziemlich cool, finde ich. Ja, über die Grafik, glaube ich, muss ich gar nicht viel großartig reden, denn die sieht einfach nur schlicht und weg genial aus. Hi, Psycho. Wer Psycho noch kennt, das ist der nette aus dem ersten Teil. Er ist halt aber nicht mehr in seinem Anzug. Warum, das erfahren wir nachher noch. So viel habe ich euch noch Lust zu zeigen. Habe ich euch noch Lust zu zeigen, will ich euch noch zeigen. Das war das Wort. Romeo 1, nähern uns dem Ziel. Over. So. Dann gucken wir mal, was uns hier so erwartet. Ich kenn's natürlich schon, ich habe schon ein bisschen voran schon gespielt, auch wenn das in einem erste Impression Video eigentlich nicht so gut ist. Aber ich musste einfach mal so ein bisschen antesten, auch wegen der Aufnahmequalität. Und dann habe ich halt ein bisschen gespielt. Außerdem muss ich euch auch was erzählen. Romeo 1, wir sind durch. Jetzt haben wir unseren geliebten geheiligten Bogen bekommen, der Folgendes bewirkt. Ein Schuss davon reißt uns nicht aus dem Stealth. Wir können im Stealth bleiben und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir können die Pfeile wieder aus den Körpern rausziehen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir haben den Bogen ausgerüstet. Wir suchen uns hier einen Feind, wir legen an, wir zielen und wir schießen. Und auch hier. Und sie haben uns nicht gehört, geschweige denn gesehen. So, wir schleichen uns langsam zu dem hin und ziehen ihm den Pfeil wieder aus dem Rücken und haben den Pfeil wieder zurückbekommen. Wir sollten jetzt nur ganz, ganz schnell wieder hinter eine Deckung gehen. Denn ich will nicht entdeckt werden. So, wenn wir hinter der Deckung sind, können wir ja schon mal wieder unser B-Menü, unseren Visor öffnen und uns die ganzen Feinde markieren. Was sagt er dazu? Habe ich noch einen übersehen? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, wir gucken. Gehen wir einfach mal im Safe darüber. Wäre jetzt meine Idee gewesen. Und nehmen uns den Pfeil wieder zurück. Und sagen dem Herrn Kollegen, dass wir da sind. Gute Nacht. Mann am Boden, Mann am Boden. Ihr seht links noch, links neben meiner Minimap, seht ihr noch die Gefahrenanzeige. Das heißt, wenn ich in Gefahr stehe, entdeckt zu werden oder die Feinde aufgeschreckt sind, wie sie es gerade sind, geht dieses Ding natürlich nach oben. Überprüft deine letzte Position. Hi. Gute Nacht. So, da ist auch noch einer. Es geht los. Oh, da. Fuck.
Halt ihn beim Schießen möglichst ruhig. Hi. Und so geht das nach und nach. Noch den hier. Ich finde das ziemlich cool, mit dem Bogen zu spielen. Auch den holen wir. Nein, es bleibt ja genau da stehen, was ein Sack. Wenn du so weitermachst, wird das nie was. Und auch den haben wir getroffen. Ja, so viel zu meinem Aiming. So, damit der letzte Kollege uns nicht sieht, stellen wir uns da hinten hinter diese Sellmarkierung und laden unser Stealth wieder ein bisschen auf. Und gehen jetzt wieder in den Stealth und holen uns den letzten Herrn. Oh, das sind zwei. Komm, nur noch zwei Pfeile. Oder sind mehr als zwei? Das ist nicht gut. Check seine letzte Position. Er macht Jagd auf uns. Ist ja mal fast noch ein Kollege da durch den Schuss gelaufen. Da sind doch noch mehr als gedacht. Das ist nicht gut, ich brauche Pfeile. Kurz mal abwarten. Ja. Auch da noch einen. Hi. Gute Nacht. So, jetzt werden wir uns mal unsere Pfeile wieder zurückholen. Die kosten teuer Geld, mein Freund. Die will ich wieder haben. Und tschüss. Er schießt da. Verbrauche ich den Pfeil? Nö. Für den mache ich folgendes. Einfach aus Style-Gründen. MAV und gute Nacht. So, dann holen wir uns noch von da unten. Da unten einen Pfeil. Da noch einen. So. Also der Pfeil da ging in die Hose. Den können wir uns aber, glaube ich, nicht wiederholen. Doch, können wir. Auch wenn sie in der Wand stecken, können wir sie wieder haben. Das gefällt mir. Ja, den einen, der da hinten irgendwo rausgeflogen ist, den sehen wir nie wieder. Den sehen wir ganz bestimmt nie wieder. Wir machen eine ganz kurze Aufnahmepause. Ich muss mal ganz kurz was in den Einstellungen nachgucken. So, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück. Mal angespielt, Crysis 3. Das Problem ist gelöst. Ich hab's gefunden. So. Wir gucken jetzt mal kurz nach oben. Was heißt, wir gucken kurz nach oben. Ich war jetzt voll verplant, obwohl die Aufnahmepause eine Minute gedauert hat oder so, weil ich mal kurz was in den Aufnahmeeinstellungen nachgucken musste, nicht in den Spieleinstellungen. Und da muss ich leider kurz die Aufnahme ausmachen. Allerdings sind wir hier, wir haben uns vorher durchgekämpft. Genau, und das war die Geschichte. Ansonsten, was habe ich noch so Schönes zu Crysis 3 zu sagen? Romeo 1 hier, Romeo ich muss ehrlich 2, sagen, das, was ich von der Geschichte gesehen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Beim ersten war die Geschichte, ja, sie war da. Ist es schon ein bisschen länger, als ich den ersten gespielt habe. Sie war da, aber sie war jetzt nicht so sonderlich gut. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, Crysis 3, vor allem wenn sich alles langsam so wieder zusammenführt und was alles so passiert ist im Crysis-Universum, sage ich jetzt mal. Das ist schon recht interessant. So, jetzt kommen wir zu einer weiteren neuen, oder wir zu einer weiteren Eigenschaft des Spiels. Mit unserem Visor können wir noch was. Wir können, wenn wir Line of Sight sind, also wenn wir die Sicht auf einen Gegenstand haben, können wir ihn von der Entfernung hacken. Dazu sehen wir hier diese Hackwellen oder diese Frequenzbereiche und das Ding, was da hoch und runter springt. Wir müssen, wenn es oben ist, also wenn es sich der hinteren Frequenzwelle anpasst, müssen wir F drücken. Dann lockt es ein. Und das Ding ist gehackt. Wenn wir das falsch machen, dann wird uns unser Nano-Suit. Was zum Teufel erwartet uns hier? Das ist Seths Heimatfront. Sie haben hier etwa ein, vielleicht 2000. Und die Seth? Ja, ein paar Fehler in der Sprachunterhaltung sind vielleicht nicht so schön. In der Sprachunterhaltung, das Ding, da war eben einfach mal so ein Absatz drin, so ein Abhacker, der war, ist mir vorhin auch aufgefallen. Ich dachte, ich hätte irgendwas Falsches gemacht, aber das war irgendwie nicht der Fall. Keine Ahnung. Oder er hat ihn einfach unterbrochen und es hört sich nur komisch an. Das ist... Oh, ich habe noch den Visitor an. Mich. Wie hallo? Achso, ich bin voll. Das soll wohl ein Scherz sein. Komm schon, hallo. Psycho, geh was ist das? Einfach auf. Zeig mir dein Gesicht. Du hast mich aus dem Anzug geschnitten. Zeig mir jetzt dein Gesicht. Psycho, gehen wir. Ich finde dich. Scheiße, ich finde dich. Man ist wach, wenn sie einen rausschneiden. Viele der Jungs sind schreiend gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Ach, Scheiße. Komm schon. Ja, ihr habt mitbekommen, alle anderen Nanosuit-Träger
sind aus ihren Anzügen geschnitten worden, während sie wach waren, was ihnen natürlich sehr, sehr viel Aua gemacht hat. Wir sind der Einzige, wir, also Prophet, sind die Einzigen, okay, die noch ihren Anzug besitzen. Deshalb befreien sie uns auch. Psycho war auch einer davon, für diejenigen, die im ersten Teil gespielt haben. Und ja, er wurde ebenfalls aus dem Anzug geschnitten. So, jetzt müssen wir hier rüber. Wir müssen irgendwie die Brücke überqueren. Ihr seht schon, jetzt bin ich gelaufen und habt ihr gesehen, wie wahnsinnig schnell eigentlich diese Energie weg war. So, erstmal alles anmarkieren. Da haben wir noch einen. Da. Wenn wir länger draufhalten, sehen wir auch Informationen über diesen Feind, die nach und nach eigentlich aufploppen sollten. Schauen wir mal, ob wir den Informationen kriegen. Man sieht nämlich normalerweise immer... Ah, da, rechts ploppt es auch, rechts oben. Status Feind. Was ist das? Bin nicht ich? Okay, hier ist nichts. Nein. Der gibt aber schnell auf. Der sieht einen Typen, der ihn anguckt und... was ist das? Nö, ist nix. Hab mich wohl geirrt. Naja. So ein bisschen dumm ist die KI schon zeitweise. Muss ich ehrlich sagen. Aber das lässt sich wohl meistens nicht verhindern. So, wir gehen auch hier mal wieder mit unserem gezielten Bogenschuss durch. Einer weniger. Zweiter weniger. So, da läuft gleich einer hin. Was gesehen hat. Müsste er zumindest. Scheiße, sie sind hier! Ruf Verstärkung! Action 2-4! Ziel ist auf der Brücke, Sektor 5, Delta 6! Brauchen da. Verstärkung, over! Na komm, guck dir die Leiche an. Komm, mein Freund. Markiere das Ziel! Jetzt haben sie nämlich den Heli angefordert. Das macht die Sache nicht einfacher. Und das ist nicht so nett. Oh fuck, jetzt hab ich den angeschossen. Weiter! Dann sagen wir, lassen mal den Bogen sein. Und gehen jetzt mal ein bisschen brutaler durch. Mal durchnehmen, ne? Oh. Komm her. Dude. Fang. Ihr seht auch schon, dass der Gefahrbalken jetzt sehr oben ist, dass der ganz oben ist. Komm, den erschlagen wir mal. Hi. Oh, wenn das Heli nicht zuvor kommen würde. Der Heli ist natürlich, ja, kein netter Zeitgenosse. Ich bin ein Arschloch. Warum bin ich ein Arschloch? Hä? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Er schießt nicht. Ja, so viel zu dummer KI. Normalerweise wäre ich jetzt tot und er schießt auf seinen eigenen Kollegen. Naja. Heli, bist du gut? So, den wir mal assassinieren. Gute Nacht. Und schnell kurz zum Auskennen. Da können wir rein. Heli, böse! Oh, böse. Böse, 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 böse. Böse, böse. Und tschüss. Auf! Puh. Warte, ich bin gleich da. Puh. Scheiße, Planänderung. Kriegst du das von deiner Seite aus wirklich hin? Vergiss es. Ich brauch keinen scheiß Taucheranzug. Okay. Er braucht keinen Taucheranzug und wir müssen definitiv weiter. Eindeutig. Die Tür ist uns... Ne, wir werden gescannt. Genau, wir werden hier abgescannt. Und dann wird uns trotzdem die Tür geöffnet. Warum ist das gemacht, wird? Ich weiß es nicht. Wenn man einen Nanosuit trägt, dann können wir nehmen eine andere Waffe. Die ich selber noch nicht kenne. Wir schießen aber mal. Wow, die hat so einen Elektroschuss. Das ist ja echt cool. Wir haben aber keinen Schalldämpfer für die. Naja, brauchen wir auch nicht. Türen öffnen. Genauso. So, jetzt gucken wir uns mal die neue Elektroschockwaffe an. Und dann ist auch schon langsam wieder Schluss für dieses eine Spiel hier. Wir treffen uns weiter vorne wieder. Okay. Aber ihr seht schon auch die Stimmen. Unglaublich cool. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Den werden wir uns von hinten holen. Gute Nacht. So, da hinten haben wir noch einen anderen Mitarbeiter. Den würde ich auch gern wegsnacken. Den werden wir uns aber, glaube ich, mit dem Kopfschuss holen. Habt ihr das gesehen? Hört ihr das? Habt ihr das gesehen? Ich nehme das ab! Der war wunderschön, der Schuss. Wäre da nur ein Schalldämpfer drauf gewesen.
So. Und jetzt beten, dass er die Leiche nicht sieht. Ich hätte sie mir eigentlich markieren sollen. Den muss ich ausschalten, sonst sieht er mich jede Sekunde. So, jetzt gucken wir mal kurz nach den restlichen Feinden. Da ist einer, da ist einer. Willst du Verstecken spielen? Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Da ist einer, da ist einer. So. Hi. Ich sollte mir angewöhnen, aus dem Stealth rauszugehen, weil sonst zieht mir der Schuss Energie ab. Und das ist gar nicht nett. Das Coole daran ist, wenn man im Stealth ist und sich gar nicht bewegt, dann kann man da so lange stehen. Treffe ich den von hier? Er versteckt sich. Ja! Gute Nacht. Das war das, was ich wollte. Weil das spart Energie. Und Energie sparen ist gut. Na komm. Oh. Guck mal. Wartet mal. Ja. Und wieder ein Stealth, weil das hat keiner gehört. Du bist nicht markiert. Ja, dann sicher mich mal. Ich sehe den Kollegen hier nämlich nicht. So. Und wieder ein Stealth. Haha, ihr seht mich nicht. Komm. Ah, es war knapp daneben. Aber von hier treffe ich ihn. Und Headshot. Und damit hätten wir nur noch einen Kollegen. Glaube ich, dass das... Ich glaube zumindest, dass das der letzte war. Wenn das nicht war, wird er sich uns ankündigen. Mit, oh, ich habe ihn gefunden! Anstatt, oh, ich jag ihm eben eine Kugel in den Kopf und dann schreie ich habe ihn gefunden. Erst schießen, dann fragen, aber okay. Wenn ihr das denn so möchtet, dann könnt ihr das auch gerne tun. Psycho, nähere mich nächst im Sektor. Ihr seht auch, die Liebe an Detail, es fahren hier, sobald man den Raum betritt, solche Kontrolldinger runter. Ich habe mich vorhin gefragt, ob man damit irgendwas machen kann. Aber ich kann sie wieder runterprügeln. Noch sonst irgendwas. Ich kann mich draufstellen und sagen, hey, da ist ein schöner Bildschirm und den kann ich auch unboxen. Aber das Unboxen, habt ihr verstanden? Ein Bildschirm-Unboxing. Hahaha. Nee. Ja. Aber es ist echt sehr, sehr cool. Hier sollte ich definitiv wieder ins Stealth gehen. Denn sonst haben wir ein Problem. Das war eine EMP-Granate. Die hat uns ziemlich wehgetan, denn die zieht uns unsere ganze Energie ab. Und das... Das ist nicht gut, wenn man Nanosuit hat. Ja, EMP ist böse. Nimmt uns auch so ein bisschen unsere Sicht. So, jetzt gucken wir mal hier. Ganz große Räume, die irgendwas hin und her ziehen. Okay. Oh. Das ist aber auch richtig gemein. Hat wieder machen tut. So, wir sliden einmal. Wenn man Laufen C drückt, dann rutscht man, wie ihr das gerade gesehen habt. Und das ist meistens sehr, sehr hilfreich. Wer hätte es gedacht? Vor allem in Situationen, wo man läuft. Wer hätte es gedacht, wenn man nur im Laufen rutschen kann? Attacke! Was ein Lacker. Was war das denn jetzt? Hi. Und wie sie das tut. Ich drücke dann die falsche Taste zum Tarnung aufheben. Was mir allerdings fehlt, ist so diese... Ich lehne mich nach links und gucke über die Ecke Funktion. Gut, dafür habe ich eigentlich das, aber... Headshot! Was schießt denn da noch? Was, ja. Eins, zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Ja, gut. Okay, sechs Stück. Wir haben nur einen. Das wollte ich wieder nicht. Ich drück doch an F statt E.
Mit E's nämlich, habe ich schon erzählt, für das Tantrum. Ich muss mich ja nicht ewig verstecken. Ich laufe einfach weiter und fertig ist es. Oder passieren gleich böse Dinge, wenn ich nicht aufpasse. Da passieren gleich ganz böse Dinge. Zeigen wir euch noch, will ich euch noch eine kleine, sehr, sehr coole Sache zeigen, wenn wir ziemlich hier dann durchgehen. Ich mach das mal aus. Dann geht uns hier gleich die schöne Tür auf und uns. Oh. Hi. Psycho, ich bin durch. Ja, verstanden. Ja. Wir treffen uns am Aufzug des Turms. Zweimal und da geht eine Tür mit einem Geschütz auf. Das ist nicht nett. Aktiviert Geschütze. Du kannst sie hacken. Aber wir können Geschütze hacken. Mit unserem. Scheiße! Pass auf! Ja, jetzt wird's langsam problematisch mit Hacken. Jetzt kommen die von hinten auch. Okay, ich muss mich beeilen. Also E, B. Das Geschütz angucken. Wir müssen das Geschütz sehen. Dann können wir es erst hacken. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Schon gehört's uns. Dieses Geschütz schießt jetzt nur noch auf Ziele, die uns feindlich gesonnen sind. Also die, die eventuell da reinkommen könnten. Komm, wir machen sie uns mal ein bisschen aufmerksam. Guck mal, hi! Genau, im Feuermund. Kommen sie? Ich will es einmal demonstrieren. Ja, sie kommen. Da kommt er. Ich kann hier nicht weg. Greift ihn an! Jetzt haben wir gleich das Geschütz schießen. Mit Geschütz ausschalten haben wir eigentlich nicht. Arschloch. Oh fuck. Ja, wir verpissen uns. Irgendwas hat das Geschütz ausgeschaltet. Wusste gar nicht, dass das geht. Naja, hier ist Psycho. Gut. Aber das soll es auch gewesen sein von Angespielt Crysis 3. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Spiel ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzugucken. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Und bis nächsten Freitag mit dem nächsten Angespielt. Vielleicht kommt zwischendurch ja noch eins. Ich weiß es noch nicht. Bye, bye.